Frankfurt. Wenn der Schimmeljäger aus dem Westerwald gerufen wird, ist die Wohnsituation meist unerträglich. Die Mieter fühlen sich oft betrogen und abgezockt. Der Gutachter Christian Tegeder ist auf dem Weg zum ersten Einsatzort. Wir sind heute in Frankfurt bei einer Familie. 4 Personen, 2 kleine Kinder. Extreme gesundheitliche Beschwerden, wohnen in meinem Altbau. Baujahr nach Angaben am Telefon 1914. Es soll einen Wasserschaden gegeben haben und im Badezimmer ist schon alles verschimmelt. Und entsprechend schwarz. Schon mehrmals hat die Familie beim Vermieter um Unterstützung gebeten. Ohne Erfolg. Sie sei selbst schuld und lüfte schlecht, sagt die Hausverwaltung. Die junge Mutter ist verzweifelt. Bis heute kam keine Antwort, keine Meldung, was da jetzt gegen unternommen wird. Man hat jetzt auch gesehen, dass sich das jetzt mit der Zeit etwas vergrößert hat und dass es da keine Besserung und keine Hilfe kommt. Deshalb hat Jasmina Ademovic jetzt den Schimmeljäger gerufen. Der soll der Ursache auf den Grund gehen und ein Gutachten erstellen. Wer hat wirklich Schuld an diesem Zustand? Die Umweltambulanz, Tegeder. Hallo, Ademovic, mein Name. Grüßen Sie. Kommen Sie doch bitte gleich mit ins Wohnzimmer. Boah, es ist ja eine Luft hier. Boah, ist das feucht. Hier wohnt die junge Mutter mit ihren 2 kleinen Kindern und ihrem Ehemann auf 42 Quadratmetern. Warmmiete 650 Euro. Also momentan ist es die Situation, die Kinder, dass die hier im Haus leben und diese schädlichen Bakterien und Schädlinge einatmen und dass sich das auf ihren Gesundheitszustand auswirkt. Sie haben am Telefon gesagt, 2 Kinder extrem krank. Ja, große gesundheitliche Beschwerden. 2 Kinder, ja, sie sind sehr, sehr, sehr oft krank. Schnupfen, Bronchien. Also ich bin wirklich alle 2 Monate bei dem beim Arzt wegen irgendwelchen Infekten. Und ich habe jetzt so langsam Angst, dass es mit dem Schimmel im Bad zu tun hat. Kurz nach der Geburt meines ersten Sohnes ist es aufgetreten, weil ich davor in der Schwangerschaft hatten wir hier einen starken Wasserbruch im Bad gehabt. Mhm, und kurz darauf habe ich dann meinen Sohn entbunden. Mhm. Und ein paar Monate danach hat dieser Schimmel im Bad begonnen. Ich habe es der Firma gemeldet. Doch passiert ist wenig. Im Bad bietet sich ein verheerendes Bild. Ach du je, ei, das ist ja. Der Schimmel über dem Fenster ist nicht zu übersehen. Mit dem Malheur über der Badewanne aus der Wohnung oben drüber hat der wenig zu tun. Es ist ja alles schwarz hier. Ja. Das ist nicht der Wasserschaden, das ist garantiert ein Schaden von draußen. Das ist kein Zustand. Das macht krank. Ja, das ist keine Frage. Und die Belastung bei so einer kleinen Wohnung, reicht es aus, wenn wir hier die Belastung mit dem Schimmel im Bad haben, dass sich die Sporen, die Pilzbestandteile, die Ausgasung, die antibiotischen Wirkstoffe, die Toxine, das verteilt sich auf den 40 Quadratmeter in Windeseile. Da ist überhaupt gar keine, da ist ein bisschen Bewegung in der Wohnung und dann sind die, auch wenn sie zuschließen oder sowas, das ist einfach, das muss gemacht werden, das macht krank. Das ist, da kann ich Ihre Sorgen verstehen. Das Unheil scheint also vor allem von außen in das Badezimmer zu dringen. Christian Tegeder macht sich deshalb auf den Weg in den Innenhof. Oh, das ist ja schon so ein bisschen bedenkenswerter Zustand, das Haus. Renoviert wurde offenbar schon lange nicht mehr. Und der Schimmeljäger findet mit geschultem Blick schnell Indizien für seine Theorie. Der Schaden im Badezimmer über dem kleinen Fenster, den sehen wir hier an der Außenfassade ganz deutlich. Da sind Putzabplatzungen, da liegt das Mauerwerk frei. Wenn wir hier Niederschläge haben, dringt Feuchtigkeit durch das Mauerwerk nach innen durch. Da ist die falsche Farbe, dahinter staut sich die Feuchtigkeit und da, wo Feuchtigkeit einfach zu hoch ist, da fängt es an zu schimmeln. Das sind Schäden, die kann man im Vorfeld, wenn man sowas feststellt, beseitigen lassen. Dann gibt das innen drin auch keinen Schimmelbefall und keine Folgeschäden. Doch genau das ist hier offenbar passiert. Wieder zurück in der Wohnung geht es für den Bauingenieur nun an die Beweissicherung für sein Gutachten. Mit dem Gerät bin ich jetzt in der Lage, in der Wand, in der Tiefe 3-4 cm zu gucken, ist da noch Feuchtigkeit drin, ist das abgetrocknet, ist die Ursache wirklich beseitigt. Christian Tegeder misst die Feuchte direkt am Fenster. Das Gerät funktioniert wie eine Ampel und misst die relative Feuchte. Rot bedeutet, die Wand ist feucht bis nass. Da ist noch Restfeuchte in der Wand, da zeigt es die LED an. Jetzt misst Tegeder die Stellen neben dem Fenster und über der Badewanne. Hier kam das Wasser von oben. Grün bedeutet, hinter der Wand ist es trocken. Bei einem Wasserschaden ist es sehr typisch. Da, wo das Wasser herkommt, ist die Ursache. Da, wo es hinfließt, ist der Schaden. Deshalb vermute ich, dass das Wasser hier aus der Wohnung rüber ausgeströmt ist, ausgetreten ist aus einem Leitungssystem. Mittlerweile ist es hier unten schon trocken. Da sind wir also im grünen Bereich. Aber wenn wir die Bereiche angucken, die deckennah sind,
dann haben wir eben halt hohe Feuchtigkeit. Das zeigt, dass die Feuchtigkeit von oben kommt. Christian Tegeders nächste Station in der Wohnung, das Kinderzimmer. Schließlich leiden die Kinder ganz besonders unter dem Schimmelbefall. Hier wollte ich auch noch mal messen im Bereich des Fensters. Da ist dann außen auch schon mal, dass es in den Fensterleibungen Probleme gibt. Der Profi weiß, auch wenn man keinen Schimmel sieht, er kann sich überall ausbreiten, auch versteckt. Ich habe einen Verdacht. Es kann eventuell Altschäden hinter der Tapete, unter der Tapete sein, von Vormietern schon. Nicht, dass bei den Vormietern, die was überstrichen hätten oder das überstrichen hätte, sondern dass davor schon die Tapete scheint mir sehr dick, die ist hier im unteren Bereich abgelöst und oftmals findet sich darunter Schimmelpilz. Dem Diplom-Ingenieur entgeht kein Mangel, auch wenn hier offenbar bewusst Schäden vertuscht werden sollen. Ja, man sieht, dass hier schon mal ein Schaden existiert hat, denn hier ist weißer Gips auf einem alten Putz. Und dieses braune Verfärbung in dem Gips ist in der Regel auf Mikroorganismen, auf Schimmelpilze zurückzuführen, von denen die Familie gar nichts gewusst haben kann. Damit Christian Tegeder im Labor genau bestimmen kann, um welche Art von Schimmel es sich handelt, nimmt er Proben vom Schimmelbefall aus dem Kinder- und Badezimmer mit. Die Wohnsituation ist schon desaströs hier. Hier muss dringend saniert werden, die Farbe muss runter im Bad, der Putz muss runter. Es müssen einige Stellen noch nachträglich ausgebessert und abgedichtet werden. Es muss auch im Bereich der Fensterleibung die alte Tapete entfernt werden. Man muss da, wo mal früher unqualifiziert übergespachtelt worden ist, muss ein vernünftiger Unterbau entstehen. Und dann ist die Wohnung auch wieder bewohnbar. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen, wenn die Klebefilme ausgewertet sind, Ihnen einen Bericht erstellen. Mit dem Bericht, den geben Sie an Ihren Eigentümer, an Ihren Vermieter weiter. Und der Bericht ist eben halt so abgefasst, dass erstens drin steht, dass man ihnen nichts nachweisen kann, dass es am Lüften und Heizen liegt, sondern dass es wirklich Folge von Wasserschäden ist. So wie wir hier gesehen haben, dass es Altschäden gibt, die unqualifiziert instand gesetzt worden sind. Das wird so in dem Bericht drinstehen. Und dann hoffe ich und drücke Ihnen den Daumen, dass das dann was klappt und dass der Vermieter da Einsehen hat und eine Mannschaft schickt. Das ist innerhalb von wenigen Tagen gemacht und dann ist die Wohnung auch wieder benutzbar. Vielen, vielen Dank für alles. Alles Gute. Vielen Dank. Ich begleite Sie einmal raus. Ja, vielen Dank. Ich wünsche mir vom Vermieter, dass er jetzt irgendetwas dagegen tut, weil es doch wirklich das ganze Haus betrifft. Und einfach, dass da jetzt so schnell wie möglich irgendetwas unternommen wird, damit diese schädlichen Sachen aus der Wohnung kommen. Das Labor ermittelt schließlich, es handelt sich um die Schwarzschimmelart Stachelbotrys. Ein aggressiver Pilz, der sich schnell ausbreiten kann. Egal, wie der Vermieter reagieren wird, die Familie sucht bereits nach einer neuen Wohnung.